Hier in Lohbrügge im Osten von Hamburg lebt Friedrich Schuler. 1968 kam er aus Erl in Tirol nach Hamburg, um ursprünglich als Schiffskoch anzuheuern, begann dann aber im Alt-Lohbrügger Hof die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Dort lernte er auch seine Frau Renate kennen. Seit dieser Zeit ist er HSV-Fan, gründete einen Fanclub, besucht regelmäßig das Training und bekam vom legendären Trainer Ernst Happel den Namen Tiroler Friedel. Inzwischen kennen ihn weit über Lohbrügge hinaus die Menschen durch Presse und Fernsehen. Nicht nur wegen seiner Liebe zum HSV und seiner umfangreichen Sammlung von Fußballschätzen, sondern auch durch sein ehrenamtliches Engagement. Geschichte, 35 Jahre HSV, 35 Alben, alles festgehalten, Spielerbesuche, Feierlichkeiten. Friedel, 3000 Autogrammkarten hast du, ne? Ja, das sind einmal die hier, seit 82 jedes Jahr der HSV komplett. Die ganze Mannschaft und dennoch ganze Kiste, auch die Auswertung, die ich dann ja, gesammelt gekriegt von ehemaligen HSV-Spielern von 60 München etliches und ich mag dann immer ungern was wegtun und dann holt man wieder ein Album und wieder rein und wieder. Aber es sind schöne Sachen, wie der Thorsten Fink gekommen ist. Habe ich die Autogrammkarten raus von Wattenscheid damals und wie wir in Wattenscheid mal Geburtstag gefeiert hatten. Hans-Werner Wohlshoff, mein Kartmann, da haben wir ihn gefeiert in der Zwiebel. Und ein Foto mit ihm, Thorsten guckt, ach ja, Friedel, du bist das. Mensch, aber pack die Fotos weg, die dürfen die Jungs nicht sehen. Geht denn hier weiter mit einem Superfan, 10.000 Bewerber von der DFL zum 40-jährigen Bundesliga-Jubiläum. Und dann haben sie sich, gut die 10.000 Bewerber, hat die Bild am Sonntag eine Vorauswahl getroffen. Ich glaube 50 Leute, die sind dann zum DFB und die haben dann mich ausgewählt als den Superfan. Als Tiroler deutscher Superfan. Das war schon Highlight und dann Rudi Völler mir die Dauerkarte überreicht, ein Jahr lang in jedem Stadion durfte ich mich anmelden, wo ich hin wollte. Und habe ich ein Jahr 34 HSV-Spiele gesehen. Auswärts, zu Hause, alles gesehen. War zwar nicht ein ganz gutes Jahr, aber es war ein Erlebnis. Die Stadien erleben erlernt. Wieder viele Bekannte getroffen, so wie bei der Ehrung war ja auch Franz Beckenbauer da und Rudi Völler, Uwe Seeler. Das war schon ein Highlight, muss ich sagen. Die Frauenmannschaft betreust du, ne? Habe ich betreut, 6 Jahre lang, kulinarisch. Die einzige Frauen-Bundesliga-Mannschaft zu der Zeit damals, die einen eigenen kulinarischen Betreuer hatte. Und das war so eine schöne Zeit. Es war kein Geld da für die Mädels. Ich habe mal Apfelstrudel gemacht auch. Und da kommt der Trainer, ob ich das nicht ein bisschen mit einsteigen kann, dass die Mädels nach dem Spiel zusammensitzen. Ob sie gewonnen haben oder verloren, zusammensitzen. Nicht die eine haut mit dem Freund ab, die andere mit den Eltern. Und nach 3 Spielen haben wir es geschafft, die Mädels. Los, rüber zu Friedel, was gibt's heute? Habe ich mal schon Kleinigkeit zu essen gemacht, Putenspieß oder was. Und da haben wir dann 6 Jahre verbracht und das war so eine tolle Zeit. Die Mädels haben wir auch mal mitgenommen zum Auswärtsspiel, Freiburg, Duisburg. Und leider war ich auch sehr enttäuscht, hat der HSV 2012 die Mannschaft einfach zurückgezogen. Wegen 150.000 Euro. Schade, aber war eine schöne Zeit. Und haben auch viele Souvenirs mitgebracht, Wimpel, Trikot von der Europameisterschaft mit der Mannschaft, die ganze Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft
Und das sind halt schöne Souvenirs, Erinnerungen, die auch, glaube ich, kein anderer hat in der Menge, in der Vielfalt. Ja, doch, Ernst, der hat mir auch viel Türen geöffnet, wie wir uns kennengelernt haben in Ochsenzoll. Und von ihm habe ich auch den Namen, Tiroler Phil. Immer am Sonntag ist er dort, der Tiroler, Mensch, hast Zeit wieder. Und wie andere zum Frühschoppen gehen, bin ich zum Training rausgefahren. Und so langsam waren wir sehr angefreundet, habe ich für die Mannschaft Apfelstrudel gemacht zum Frühstück. Ist gut angekommen und so bin ich immer ein bisschen weiter reingekommen. Und eben heute der Tiroler Friedl, bekannt Stadt und Land. Und er war ein ganz toller Mensch. Also nach außen mit der Presse hatte er weniger Mut, da konnte er kranteln, aber mit der Familie und mit uns, er war auch hier zum Essen. Ein Schweiners mit Krautmagster und so mit Knittel. Und da war drüben gegessen zum Abschied, war ganz toll. Ja, das sind auch so teilweise die Hartoliver Bierhofen mir mitgebracht von der Nationalmannschaft. Ganz oben von Innsbruck, von Herrn Zappel auch. Denn du kannst zu jedem eigentlich irgendwas dazu erzählen, so wie der eine denkt, das war noch Konski auf Polnisch drauf, ganz hyper dir. Der ist von Innsbruck auch vom Pokal-Endspiel Tirol gewonnen, Herrn Zappel weggelegt für den Tiroler. Im Sommer war ich in Tirol, Trainingslager FC Genua. Ah, Mensch, da ist doch Thomas Rincon. Den gehst mal besuchen. Und Thomas sofort rein zum Zeugwart. Hast du schön was für Friedel? Ein Wimpel, ein Trikot, Autogramm drauf. Große Freude. Ja, das ist von Lotto, von Carsten. War ich in Ingolstadt, eingeladen von Manfred Linzmeier, unserem ehemaligen Co-Trainer. Da spielt der Hinterseher, ein Tiroler. 80. Minute wird ausgewechselt. Wir haben ganz unten gesessen. Ich rufe ihn runter und wollte ein Foto machen mit ihm. Schreibe runter, Lukas, können wir ein Foto machen? Weiß ja, das falsch verstanden oder was? Guckt drauf, grinst, zieht sein Trikot aus und schmeißt mir das Trikot auf. Und das sind halt besondere, die ich dann auch nicht merke. Der Pokal, der Bipokal, beides handgeschnitzt vom Tiroler. Das war ein bisschen das Tiroler Talent. Hinten drauf alle Autogramme, einmal von der HSV-Mannschaft. Da musste ich 12 Stück machen. Herr Zappel, Herr Rieger, Uli Stein, Manfred Kastel. Alle wollten sie so einen Pokal. Und das andere ist der Weltpokal, auch selbst geschnitzt. Da ist hinten drauf die 90er WM-Nationalmannschaft und Autogramme drauf. Das sind ganz einfache Dinge, aus Holz geschnitzt. Aber da wollten sie schon viel Geld für geben. Das ist ja richtig rausgeschnitzt wie der Pokal und die ganze Mannschaft drauf. Das ist zum einen die Idee, das umsetzen und ist ein Unikat. Ja, genauso. Wer ist denn das da an der Gitarre? Charlie Dörfel. Charlie Dörfel an der Gitarre? Ja. Das war bei der Ausstellung, da hatte ich die bei Berger 85, Willi Schulz war da, Charlie Dörfel, und dann kommt er natürlich mit solchen Blödsinn, ey, die Gitarre, er ist hier drauf, der Musiker ist Casey Weiss geworden, die kostet 4000 Euro. Im Mai, 35 Jahre, wir hatten nur wenig Gelegenheit zum Feiern, weil es genug war mit der ganzen Allegation, war man froh, dass das alles überstanden ist. Das werden wir jetzt mit der Weihnachtsfeier ein bisschen nachholen. 35 Jahre, ich glaube, der Älteste oder einer mit der Ältesten. Und immer aktiv, nicht so wie mancher Fanclub, wo du in schweren Zeiten dann nichts von hörst und ruhiger wird. Wir waren eigentlich immer aktiv, immer im Stadion. Wir haben Freunde in Bochum, in Freiburg und wenn auch im alten Stadion noch. Gegen Bochum, keiner braucht Karten. Friedel kommt dann, braucht Karten. Und das ist für mich ein Fanclub, der in den Zeiten dann auch dabei ist. Eine Schallplatte, ja. Und da haben wir hinten Nürnberg drauf gemacht. Das ist jetzt unsere HSV-Uhr. Wo es auch nicht viele von gibt.
Das Gelbe ist von Ivanauskas. Das hat er so im Rahmen mitgebracht zum 20-jährigen Jubiläum. War zu Besuch bei uns, eingeladen im Holzenhof. Kommt er an mit dem. Und das fand ich so toll, dass er das selber fertig gemacht hat im Rahmen. Und deshalb ist es hier auch. Und das ist von Oliver Bierhoff, mit dem wir ja immer gute Kontakte hatten, der auch ein-, zweimal hier war. Einmal sieht man mit Sonnemann und Golds. Und bei dem waren wir auch zur Hochzeit. Und haben immer noch, nicht viel, aber netten Kontakt. Die Nationalmannschaft, wenn in Hamburg spielt, kommt immer anrufen, Oliver. Für dich liegen zwei VIP-Karten im Atlantic Hotel. Kannst du abholen, vielleicht sehen wir uns dann auch noch. Das war bei mir hier im Flur. Oliver Bierhoff. Didi Beiersdorfer. Die drei Torwarte damals, Horstbach, Golds, Keutka. Hermann, der war sehr oft hier. Da war er mit Nico Hugmer. Und immer Knödel essen und zum Nachtisch Apfelstrudel. Ab und zu stellt Friedel seine umfangreiche Sammlung aus, wie hier in Grubes Fischerhütte. Über 350 Trikots, 3.500 Autogrammkarten, Wimpel aus aller Welt und viele Einzelstücke können von den Besuchern bewundert werden. Und zu jedem Stück kann er eine Geschichte erzählen. Eine Sammlung, die man als Fußballfan gesehen haben muss. Statt Eintritt bittet er um eine Spende für das Kinderhospiz Sternenbrücke, für das er sich seit Jahren engagiert und schon viele Spenden gesammelt hat.